Willkommen zu einem neuen Video. Und wenn du Platzangst hast, dann ist der folgende Lebensstil sicherlich nichts für dich. Denn stell dir einmal vor, du musst auf engstem Raum mit 12 Menschen zusammenleben, hast keine Privatsphäre, keine Ruhe, schläfst auf dem Tisch oder dem Boden und deine Eltern halten ständig die Kamera auf dich drauf. Das ist die wunderbare Welt der Vanlife-Kids. Ich liebe Social Media. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Jasmin und ich behandle auf diesem Kanal ganz viele Themen zu allem, was ihr euch wünscht oder was gerade aktuell ist oder Themen, die mich beschäftigen. Hier habt ihr mal eine kleine Auswahl. Und falls ihr weitere Themen habt, die euch interessieren, schreibt mir das gerne auf Jasmin Gnu auf meinem Instagram-Account. Da könnt ihr mir auch sehr gerne folgen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Und falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, das wäre auch super. Und natürlich freue ich mich über eure Meinung zu dem Thema. Denn auch auf das heutige Thema haben mich ein paar Leute von euch aufmerksam gemacht. Denn heute sprechen wir über Vanlife-Families. Denn diese leben nicht in Häusern oder Wohnungen, sondern in Wohnwägen und nehmen auf ihre Reise auf Social Media ihre Zuschauerschaft mit. Sie zeigen ihrer Zuschauerschaft wunderschöne Landschaften und romantische Szenen. Und das ist ja auch alles soweit vollkommen in Ordnung. Dennoch wurde auf Social Media die Kritik zu den Umständen, in denen die Kinder teilweise leben, immer lauter. Und zwar aufgrund von solchen Ausschnitten. This is where the little girls sleep. It used to be a table, but it converts into a bed. Here's the couch and Noah's sleeping on it. Here's where Enoch sleeps. Here's Elijah. Down here are Pearl and Naomi. Here's where Josiah sleeps. This is where Moses sleeps. This is where Mommy and Daddy sleep. Die Eltern schlafen natürlich im Bett. So muss es sein. So setzt man sich durch. Natürlich waren die Kommentare voll von Fragen, wie man die Kinder auf dem Boden schlafen lassen kann. Und einige sagten sogar, das wirkt wie Kindersärge, in denen die Kinder schlafen müssen. Here we ended up doing triple bunks for the boys, which I'm so glad we did. They're super awesome. This folds down to make it easy for them to climb in. Dass das Ganze wie ein Kindersarg wirkt, sagt sogar ein Kind, das in so einem Bett schläft, selbst. Die Lache der Mutter sagt einiges. Der TikTok-Kanal Your Hype Couple bekam mit am meisten Kritik für die Kindersarg-Schlafplätze und die Mutter antwortete mit folgendem Video darauf. We get an insurmountable amount of hate for our kids' bunks that people say look like coffins. But my husband is 6'2" tall and he can fit snugly in the bunk. So if he can fit, it is perfectly fine for our kids. Ich find's lustig, wie sein Fuß hier hängen bleibt. Moment. Hier. Bei was ich aber auch noch sehr laut lachen musste, war dieser Kommentar, denn er sagt, auch ein erwachsener Mensch passt auch in einen Sarg. Haben übrigens fast 40.000 Leute geherzt, habe ich auch selten gesehen. Aber sie reagierte dann eigentlich relativ positiv auf die Kritik. Schade, dass sie es erst auf die Kritik hin gemacht hat, mit folgendem Video. Remember this? These were our old bunks for our kids. But check out what we did now. Each kid has their own amazing room. They have tons of headspace and each bunk has its own TV. Ich finde es auch spannend, wie hier immer über Zimmer gesprochen wird, weil das ist definitiv kein Zimmer. Das ist halt einfach ein Bett oder 4 Betten in einem Raum. Wie gesagt, cooles Upgrade. Schade, dass es erst kommen musste durch den ganzen Hate und auch hier waren die Kommentare nicht so von begeistert. Hier schreibt auch jemand Zimmer? Fragezeichen. Seien wir ehrlich, sie haben jetzt einen Schrank zum Leben und nicht nur ein Regal zum Schlafen. Aber ich muss ehrlich sagen, mir fehlt hier noch ein bisschen mehr Privacy. Beziehungsweise mir fehlt einfach der Privacy-Curtain. Alright, don't tell the kids. This is real life in the RV with the triple bunks. Now we got these privacy curtains, but you want to see what's behind the curtains? Nixon just had her birthday. Mal davon abgesehen, dass hier wieder privater Stuff von den Kindern gefilmt wird, ohne dass diese es wissen und wieder einem riesen Publikum zur Schau gestellt werden, sind die Kommentare zu diesem Clip auch wieder eindeutig. Räum deinen Raum auf. Das Kind sagt, welcher Raum? Stell dir vor, wenn du als Kind in der Pubertät so aufwachst. Das ist einfach das pure Leiden. Wo tun sie ihr ganzes Zeug hin? Stecken sie es unter das Kissen? Aber hey Leute, Hauptsache Privacy Curtains. Come check out the kids' bunk room. We finally finished and they got curtains.
Oh mein Gott. Auch diese Vanlife-Familie musste sich deswegen viel anhören. Deswegen gab es dann Privacy-Curtains, also Vorhänge, die für Privatsphäre sorgen. Das haben Vorhänge so an sich. Bedeutet aber nicht, dass wir deswegen hier von einem Raum sprechen, was hier gezielt immer wieder in den Clips erwähnt wird. Und was ich hier wieder problematisch finde, ist, dass gerade kleine Kinder gefilmt werden. Es werden gezielt Fragen gestellt, damit sie auf gewisse Dinge positiv antworten. Und es sind offensichtlich Schnitte drin, um die perfekte Antwort dem Publikum vorzulegen. You like your bedroom? Do you like sleeping in your bedroom with your siblings? I wish this was only all our beds. Habt ihr den Cut gesehen? Do you like sleeping in your bedroom with your siblings? I wish. Hier ist halt, wie gesagt, ganz gezielt, das Kind wird interviewt. Und die Fragen, die das Kind gibt, werden halt, wie wir gerade gesehen haben, offensichtlich passend dazu geschnitten. Ich muss ja auch sagen, gerade Kleinkinder haben ja nicht viel Ansprüche. Und auch ich habe damals bis im Alter von 8 Jahren mit 4 Geschwistern in einem Zimmer auf einer Matratze auf dem Boden geschlafen. Und es war für mich okay. Aber ab der Pubertät hätte ich es schwer gefunden. Aber zu dem Thema kommen wir gleich später noch einmal. Denn mein Vater beispielsweise hatte nicht die finanziellen Mittel früher und seine Familie, dass sie sich mehr Platz hätten leisten können. Und gerade zu diesem Punkt sagt YouTuberin Funky Frogbait etwas ganz, ganz Wichtiges. If a family, due to poverty, is forced to resort to a living situation where the children have very limited space and privacy, that is totally understandable. Speaking for myself, there was a time when my family didn't have much money, and me and my 3 siblings all slept in one room, on mattresses, on the floor. That's just what reality was at that time. But in most, if not all of the situations I've shown you, the parents are choosing to live this way. Und hier ist nochmal ganz wichtig, deswegen zu sagen, wir reden über Situationen, in denen die Eltern sich freiwillig entschieden haben, so zu leben. Und wir reden nicht von Familien, die das machen müssen, da sie keine finanziellen Mittel haben und das Ganze auf Social Media teilen, um dann Geld zu verdienen damit. Und wie wir später auch noch sehen werden, wird das Ganze auch immer relativ schön dargestellt, wie es halt im echten Leben teilweise auch gar nicht ist. Social Media halt. Und ich glaube, es gibt genug von euch, die wissen, wie es ist, wenn man gerade auch in der Pubertät mit seinen Geschwistern in einem Zimmer lebt. Mein Vater weiß es selber, der lebte mit 5 Geschwistern in einem Zimmer, bis er 22 war. Und da kamen noch nicht mal die Punkte dazu, dass er ständig unterwegs war, den Freundeskreis die ganze Zeit gewechselt hat. Und das war teilweise schon sehr schwierig. Und nicht zu vergessen, hier werden die Kinder auch noch in extrem geringen Räumen mit wenig Privatsphäre bis keiner Privatsphäre einem riesen Online-Publikum zur Schau gestellt. Wie zum Beispiel dieser Ausschnitt hier zeigt. Last night, Molly chose not to do her chores. And if our kids don't do their chores, they have consequences. Molly can't have any of her technology today and she's got to get them done before going outside and playing. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte keine Lust gehabt, dass meine Eltern mich in dem Alter filmen, wie ich meine Bestrafung abarbeite, weil ich mich schlecht verhalten habe. Könnte mir auch vorstellen, dass das extra gestaged worden ist wieder mit jetzt wasch die Dishes, ich muss das filmen, um zu zeigen, wie wir euch erziehen. Wir wissen es nicht. Eine weitere Vanlife-Family-Mutter hat sich zu dem ganzen Hate dann wie folgt gemeldet, denn sie beschreibt die positiven Dinge des Reisens. You're so right. My kids do sleep in bunk beds, but do you know what else they have? They have been to 28 different national parks around this entire country. They've been to Disney 42 times just last year. They've been to Mount Rushmore, sand dunes and lava tubes, explored caves and canyons and salt flats. They have snorkeled with manatee and parasailed above the ocean. They have friends they get to travel the country with and are able to connect with people of all ages and all backgrounds. They have an education that is hands-on and specifically tailored to them to get a head start on life. Natürlich gibt es auch positive Dinge an so einer Reise, gerade auch im Kleinkindalter, aber wenn die Kinder älter werden und gerade den Punkt mit den Freunden kann ich so halt schwer unterschreiben, denn dieses ständige von Freunden wegziehen, ich musste 3-mal umziehen, ich fand es jedes Mal extrem schwer, weil man Freunde gefunden hat und immer wieder neu anzufangen, war mir persönlich einfach viel zu stressig. Und wie auch hier dieser Kommentar sagt, I don't think they have friends and you will see the real price later in their lives. Also im Prinzip, sie haben keine Freunde und es wird sich später zeigen, was aus ihrem Leben wird, dadurch, dass sie keine Freunde haben. Und eine weitere wichtige Frage, die gestellt wird, was ist überhaupt mit Schule? Denn auch das Thema Homeschooling wurde sehr oft in den Kommentaren thematisiert, gerade mit dem Beispiel mit der Vanlife Family, die 10 Kinder haben und 10 Kinder homeschoolen müssen. Denn die Kinder haben
haben ja nicht mal teilweise Tische oder richtige Stühle, wobei man über die Stühle und die Tische in den richtigen Schulen auch sich streiten kann, zumindest zu meiner Zeit. Und ich war echt überrascht, vor allem seit Corona, wie der Trend zum Homeschooling richtig in die Luft geschossen ist. Gerade in den USA sind über 3,7 Millionen Kinder im Homeschooling. Und wir sehen hier ganz deutlich, dass gerade zur Corona-Zeit die Kurve nochmal richtig nach oben geht. Weltweit befinden sich 300 Millionen Kinder in Homeschooling und der Trend geht deutlich nach oben. Wie schon gesagt, gerade in der Corona-Zeit ging es dann nochmal richtig hoch mit den Zahlen. Gründe dafür waren, dass Eltern nicht wollten, dass ihre Kinder angesteckt werden oder dass sie Masken in der Schule tragen müssen. Und viele Medien schrieben sogar von einem Trend in Richtung Homeschooling. Außerdem war es so, dass gerade zur Corona-Zeit viele Kinder Online-Unterricht hatten und viele Eltern der Meinung waren, das reicht nicht aus. Wir wollen unserem Kind ein schulisches Umfeld geben und unterrichten sie deswegen von zu Hause aus. Außerdem ist für manche Eltern auch ein Grund, dass das schulische Niveau nicht ausreicht und die alten Lehrpläne nicht mehr der heutigen Zeit gerecht werden. Wieder andere sind auf Reisen und müssen deswegen Homeschooling betreiben. Und natürlich nicht zu vergessen, es gibt ja auch psychische und gesundheitliche Probleme, weswegen Kinder nicht am Unterricht teilnehmen können. Und es gibt viele weitere Gründe und am Ende muss das jede Familie für sich selbst entscheiden. Es gibt aber auch positive Beispiele in Sachen von Vanlife-Families, was den Platz angeht. Aber das kann sich halt auch nicht jede Familie leisten. Hier wird auch ganz klar angesprochen, dass die Anzahl der Kinder eben auch eine Rolle spielt, denn du kannst für zwei Kleinkinder natürlich viel mehr Platz haben, als wenn du 10 Kinder in einen Van stopfst. Das sagen auch die Kommentare. Sie haben nur 2 Kinder und nicht 5. Diese Familie ist ein sehr gutes Beispiel. 2 Kinder sind eine angemessene Zahl, um in einen Van zu leben. Und dieser Kommentar spricht hier ein ganz wichtiges Thema an, nämlich die Pubertät. Dieser Van ist auf jeden Fall mehr für Teenager geeignet, aber ich frage mich trotzdem, was passiert, wenn diese Kinder irgendwann anfangen, ihren eigenen Körper zu entdecken. Wir wissen alle, was er meint. Und da hilft doch sicherlich kein Privacy Curtain mehr, weil da hätte ich damals bestimmt keinen Bock drauf gehabt. Und das Beispiel, was passieren kann, wenn dein Kind in der Pubertät ist und eventuell auf dieses Leben gar nicht klarkommt, zeigt das Beispiel von The Family of Nomads. Ein Kind der Familie, und zwar Addison, 15 Jahre, hat in den letzten Jahren in diesem Vanlife einige Probleme bekommen. Addison musste wegen einer Essstörung behandelt werden, wurde auf Autismus diagnostiziert und es gab wirklich einige mentale, psychische und emotionale Challenges. Das haben natürlich auch die Zuschauer auf Social Media bemerkt und haben Folgendes dazu zu sagen gehabt und sie haben vollkommen recht. Ihr müsst auf jeden Fall realisieren, dass es in diesem Leben nicht mehr nur um euch geht. Ihr habt jetzt Kinder und ihr solltet euch wirklich um das Leben der Kinder kümmern. Sie sollten aufhören, ihre Kinder zu zwingen, das zu tun. Es tut mir so leid für Addison. Wenn du ihre Stimme hörst, dann hört sie sich einfach nur besorgt an. Das Ende vom Lied war, dass Addison dann in ein Krankenhaus gehen musste und dazu gab die Mutter folgendes Statement ab. Addison has struggled with their mental health for many years. Addison is currently back in treatment and won't be in our content during this time. We know that many of you have questions, but to protect Addison during this time, we would like to ask for privacy on this matter. Die Kommentare sprachen für sich, die Leute hatten ihre Meinung zu dem Ganzen und hier schrieb jemand, immerhin hat sie jetzt ihr eigenes Zimmer im Krankenhaus. Und diese Dame hier bringt es einfach auf den Punkt, sie hat auf das Statement von der Mutter, was wir gerade gesehen haben, nämlich wie folgt geantwortet. I'm here to let millions of people know that because I have been broadcasting every detail of their life to the public for several years, my child is now struggling with mental health issues and is in the psych ward. Please give us privacy during this time. Ja, Leute, wir kennen's, unsere lieben Influencer. Kaum wird's anstrengend, man muss sich zu Dingen rechtfertigen, ist es immer Privacy. Das erinnert mich irgendwie an den komischen Fall von dieser Familie, wo das eine 15-jährige Mädel doch abgehauen ist, weil sie keinen Bock mehr hatte auf den Content und dann war's wieder Privacy. Ihr könnt übrigens hierzu Saschkas Video anschauen, die hat dazu ein sehr gutes Video gemacht. Die Mutter von Addison sagt übrigens auch, dass sie sich gerade damals für ihre Tochter für dieses Leben entschieden haben. Ob das stimmt, kann ich nicht sagen. Ich habe dazu keinen TikTok gefunden und man sieht auch nicht, dass die Kinder sich irgendwie dazu mal äußern, wie sie das Ganze so empfinden. Und das nächste Problem ist, dass sie jetzt eben das Vanlife zu ihrer Berufung gemacht haben und das nicht einfach so aufgeben können, denn ansonsten haben sie keine finanziellen Einnahmen mehr. Dennoch muss ich sagen, wird das Thema Vanlife wie
alles auf Social Media eigentlich schon teilweise sehr romantisiert und sehr beschönigt. Es gibt übrigens super viele Videos, die gerade thematisieren, wie schwierig es eigentlich ist, in einem Wohnmobil oder Van zu leben und wie frustrierend es sein kann, weil man beispielsweise gar nicht überall parken darf und es einfach schwer ist, einen Parkplatz zu finden, du ständig nur am Rumfahren und Hetzen bist. Und das zeigen diese Videos hier eigentlich auch ganz gut. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Fand ich ganz interessant zu sehen, dass es eben doch nicht immer alles so tolle, heile Welt ist, wie es dargestellt wird. Deswegen sagen auch viele in den Kommentaren, dass gerade ein Vanlife so toll ist, wenn du eben das Geld hast, um dir einen richtig krassen Wohnwagen zu kaufen mit viel Platz und Luxus. Und es eben für Leute, die aus finanziellen Gründen in einem Wohnwagen leben müssen, es eben nicht so lustig ist, wie es dargestellt wird. Meine Familie und ich sind früher immer mit den Wohnwagen in die Türkei gefahren und ich weiß noch, als Kleinkind habe ich das noch ganz lustig gefunden. Aber ich hatte damals das Privileg, mit 16 Jahren auch zu sagen oder gerade im Teenageralter, darauf habe ich keine Lust mehr, denn das hätte ich mir nicht mehr vorstellen können. Und wir reden hier insgesamt dann nur von 10 Tagen mit Hin- und Zurückfahren und das war mir schon zu viel. Und deswegen finde ich es in manchen dieser Van-Life-Videos eben schwierig, wenn ich sehe, wie wenig Platz die Kinder haben und vor allem, wenn es 10 Kinder in einem Van sind. Wir sprechen hier jetzt nicht von 2 kleinen Kindern in einem Van, sondern teilweise das Extrembeispiel, in dem wir sehen, 10 Kinder im Alter von 1 Jahr bis 14 ist alles dabei. Gerade in der Pubertät stelle ich mir das sehr schwer vor, denn ein Vorhang sorgt eben doch nur begrenzt für Privatsphäre. Außerdem finde ich für mich persönlich dieses ständige Wegziehen, keine Freunde haben, immer nur unterwegs sein und nie anzukommen, wäre für mich persönlich einfach damals viel zu anstrengend gewesen. Und mich würde es sehr interessieren, ob diese ganzen Kinder, die wir dort sehen, dort wären, wenn sie die Wahl hätten zu sagen Nein, beziehungsweise wenn sie mitentscheiden dürften. Außerdem ist mir oft aufgefallen, dass einige dieser Vanlife-Families unten in ihre Beschreibung reinschreiben, dass ein bisschen Geld an die Kinder geht und der Rest wird für dieses Vanlife investiert. Aber auch hier haben wir das Problem, Kinder auf Social Media, die ein wichtiger Bestandteil dieser Social-Media-Welt sind und dafür nur selten vergütet werden. Und wir kennen ja alle den Preis, den Kinder, die öffentlich gezeigt werden, auf Social Media haben kann. Und deswegen fallen mir solche gestagten Videoaufnahmen wie die hier auch immer sehr schwer, denn Kinder sollten nicht die Last tragen müssen, das Geld für die Familie einzubringen. Deswegen sollten sich Eltern hier auch immer die Frage stellen, ob das Vanlife-Leben ihr Wunsch ist oder ein Familienwunsch. Und ich glaube auch, dass das Alter der Kinder hierbei eine wichtige Rolle spielt, denn ich in der Pubertät auf engstem Raum mit meinen Eltern, es wäre eskaliert. Deswegen sollten wir uns alle umso glücklicher schätzen, wenn wir das Privileg hatten, ein eigenes Zimmer in der Pubertät zu haben, was nicht selbstverständlich ist, Privatsphäre zu haben. Denn ich habe von meinem Vater gehört, wie anstrengend das damals für ihn war. Und am Ende gilt nochmal zu betonen, dass wir über Familien sprechen, die sich entschieden haben, so zu leben. Ich bin sehr gespannt über deine Meinung zu dem Thema und vor allem auch, wie es bei dir in der Kindheit aussah oder ob du sogar Erfahrungen mit dem Vanlife hast. Ich bin mir sicher, dass es sicherlich auch positive Beispiele gibt, gerade wenn man eben nicht mit super vielen Kindern reist oder die Kinder noch kleiner sind. Aber es gibt sicherlich auch positive Beispiele, in denen es in der Pubertät funktioniert, wenn eben der Wunsch auf beiden Seiten dazu da ist. Wenn sich also eine Familie geschlossen dazu entscheidet, ein Vanlife führen zu wollen und alle damit happy sind, dann ist doch alles wunderbar. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare und bin sehr gespannt, was ihr zu diesem Thema sagt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich wie immer sehr freuen. Folgt mir gerne auf Jasmin Gnu und wir sehen uns in den nächsten Videos.